Ich bin Anna Maria Heim, ich bin 53 Jahre alt und arbeite seit 3 Jahren im Bereich Nachhaltigkeit. Ich leite den Bereich Nachhaltigkeit für diese Economy-Gruppe, das heißt Mediamarkt, Saturn und alle anderen Gesellschaften, die diese Economy gehören. Mhm. Das ist super kurz. Das ist jetzt sehr kurz, genau. Jetzt fange ich an, mich da ranzutasten. Wie bist denn du zu diesem Schwerpunkt gekommen? Also wie ist dein Weg gewesen dorthin? Ich glaube, das ist ein unkonventioneller Weg. Also es ist ein Weg, den ich nicht gewählt habe, proaktiv, sondern ist zu mir gekommen. Ich bin Juristin von der Ausbildung her, habe ich in Contract Management gearbeitet, auch in einem technischen Bereich bei Fin- und Halbleiterindustrie. Habe ich auch von null angefangen zu lernen. Danach habe ich bei den Mediamarkt Saturn angefangen zu arbeiten im Bereich Einkauf. Einkauf von Beratung und Einkauf von Technologie. Genau das Gleiche von null musste ich so Rechenzentren, solche Themen einkaufen. Das war wirklich ein Thema von Lernen by Doing. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, nach 10 Jahren Einkauf in diesem Unternehmen, ich wollte was anders machen. Ich glaube, es kommt immer mit dem Alter. Ich bin der Meinung, also da war ich 50 Jahre alt, dann hat man das Gefühl, okay, ist das, was ich mache, wirklich grundsätzlich gut für mich, gut für meine Zukunft, weil man hat nicht so viel Zeit jetzt, bis man in Rente geht. Ist das, was ich jetzt wirklich bis zum Ende machen möchte? Dann habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Ich möchte gerne was anders machen. Aber ich war offen für alles. Also mir war es egal, was kommt. Ich mag Innovation, ich mag neue Themen, ich mag Herausforderungen. Und dann habe ich dann mit dem CEO damals gesprochen von der Gruppe und ihm gesagt, ich glaube, ich werde gehen, weil ich möchte gerne was anders machen. Aber falls du was anders hast, weil ich wirklich die Firma liebe, sagst du mir Bescheid. Das war alles. 3 Tage später hat er mich angerufen und gesagt, ich habe was für dich. Könntest du Nachhaltigkeit für die Gruppe machen? Wir haben nichts. Und dann erst einmal war dieses Schock, weil ich habe gesagt, es tut mir leid, wie soll ich Nachhaltigkeit machen? Ich habe ein Diesel zu Hause. Ja, esse ich Bio, aber ich habe wirklich keine Ahnung von Nachhaltigkeit. Aber trotzdem war dieses Gefühl, wenn ich mich verändern möchte, und das war der Sinn der ersten Unterhaltung mit ihm, muss ich was anders machen. Also ich habe gesagt, ich bin offen für was anderes, dann muss ich was ausprobieren. Wenn ich das ausprobiert habe und mir nicht gefällt, dann kann ich immer noch es absagen, ändern und noch was anderes Neues suchen. Und deswegen habe ich gesagt, gut, wunderbar, mache ich. Und so habe ich angefangen mit dem Job. So wirklich habe ich nicht gesucht, er hat mich gesucht. Das ist super, so sollte es sein, aber das geschieht den wenigsten. Du bist also Juristin von Haus aus und hast dann eigentlich nur on the job gelernt oder hast du irgendwelche Fortbildungen dann gemacht oder wie bist du dann vorgegangen beim Thema Nachhaltigkeit, wenn das Thema so neu war quasi für dich? Ich glaube, Nachhaltigkeit, ich habe in der Tat keine Weiterbildung gemacht, also offizielle Weiterbildung, aber was ich gemacht habe, war wirklich viel zu lesen. Und das mache ich immer noch. Nach 3 Jahren, ich verbringe wirklich die erste halbe Stunde bis eine Stunde des Tages beim Lesen und verstehen, was andere Unternehmen machen, was entwickelt sich, wie entwickelt sich Nachhaltigkeit, wie kannst du Nachhaltigkeit in Unternehmen wirklich umsetzen und alles, was die regulatorischen Themen sind, das ist wirklich sehr groß, was man mit der EU-Taxonomie machen muss oder das Reporting. Deswegen, wenn du nicht liest und lernst jeden Tag, bist du verloren. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gehe ich wirklich auf Webinare. Also ich finde, heutzutage durch Corona hat sich viel erleichtert, dass du in Webinaren online, ohne dass du zahlen musst, dabei sein darfst, kannst. Du musst dich nur bei verschiedenen Zeiten anmelden und dann hast du schon den Zugriff. Also ich glaube, ohne zu lesen, lernen, auch ein anderes Thema, was ich gerne mache, sind Podcasts. Also ich höre gerne Podcasts. Es gibt viele Leute, die viel können und gerne dieses Know-how weitergeben. Das mache ich auch selber hier. Ich mache jetzt einen Podcast intern im Unternehmen und dann gebe ich es weiter an die Leute intern. Aber wirklich, es ist eher eigene Initiative. Mhm. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Nur mal so als Nachfrage. Nachhaltigkeit in solch einem Technologieunternehmen, was ihr seid, durch und durch. Was bedeutet das?
war Innovation und Veränderung. Also das, glaube ich, das ist der Schwerpunkt, den ich habe, ist, wie bringst du zusammen Nachhaltigkeit mit Consumer Electronics, also wirklich mit den Produkten, die wir verkaufen. Dann auf den ersten Blick ist das wie Wasser und Öl. Und der Einsatz war, ich sitze da und mit meinem Blick, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn du ein Thema nicht kennst seit Jahren, hast du einen ganz anderen Blick auf die Themen. So, was habe ich gemacht? Ich habe von der Business-Seite geschaut, wie können wir das hier reinbringen? Wie können wir auf die technologischen Sachen eben Nachhaltigkeit bringen? Und dann haben wir angefangen, mit den Lieferanten zu sprechen. Jetzt haben wir nachhaltige Produkte. Aber vor allem, es geht, wie können wir unsere Kunden Nachhaltigkeit beibringen? Und jedes Mal, dass du den Fernseher anmachst, jedes Mal, dass du einen neuen Kühlschrank kaufst, so, was bedeutet das? Was kannst du wirklich in der Hand nehmen und verändern? Das ist die Art, wie wir die Themen reinbringen. Aber es ist Innovation und ein bisschen strategisch denken, was kann ich, was könnten wir machen anhand von meinen täglichen Taten. Das ist interessant. Das heißt, du lernst im Grunde, um das anderen, euren Kunden auch richtig beizubringen, nahezubringen. Genau. Aha. Und vor allem nicht nur den Kunden, sondern auch unsere Mitarbeiter. Also du musst, das ist der wichtigste Job, ist zu sagen, was ist Nachhaltigkeit für mich? Jetzt haben wir es verstanden, jetzt habe ich ein Team, das es auch versteht. Ich hatte auch kein Team am Anfang, jetzt habe ich 19 Leute, die für Nachhaltigkeit arbeiten. Und es ist zu denken, was können wir unseren Mitarbeiter geben, so dass es jemand anders auch weitergeben. Aber es ist ein täglichen, es entwickelt sich, wie meine persönliche Meinung nach, wie jedes anderes Thema, was mit Technologie zu tun hat, täglich. Indem du mehr ausprobierst und, sagen wir so, aussortierst, was nicht funktioniert und lässt du, was funktioniert. Das ist wirklich interessant. Man hört es dir an, du bist davon schon fasziniert, ne, von diesem Thema in der Zwischenzeit. Was interessiert, also was reizt dich da so ran, dich damit weiter zu beschäftigen? Also ich mag Nachhaltigkeit grundsätzlich, aber eigentlich, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, was ich mag, ist neue Themen, neue Herausforderungen und Innovation. Deswegen, ich glaube, es passt super, dass es Nachhaltigkeit ist, weil ich jetzt nachhaltiger lebe, weil ich glaube an das, was ich gerade mache und arbeite. Es macht Spaß. Ich stehe jeden Morgen auf und ich würde sagen, 90% der Zeit bin ich super motiviert, gut gelaunt, es macht Spaß, was wir tun. Aber ganz in der Tiefe ist die tägliche Herausforderung. Ist, okay, was kann ich heute verändern? Was können wir Neues machen? Und ich glaube, wenn du mir sagen würdest, ab jetzt musst du CFO werden oder in der Logistik arbeiten, dann würde ich genau das Gleiche so annehmen. Also es ist eher die Einstellung, die du hast, egal was kommt, aus deinem Job das Tollste zu machen, wo ich sage immer, du verbringst 90% der Zeit, wo du wach bist, in der Arbeit. Wenn ich diese Zeit nicht schön habe, dann bin ich verloren. Dann arbeite ich nur für den Urlaub oder fürs Wochenende. Und das darf nicht sein. Es ist das tägliche Leben, ne? Nun ja. Vertreibt ihr ja vor allem, denke ich, Konsumgüter. Du nutzt aber wahrscheinlich auch sehr viel Technologie so in deinen Arbeitsprozessen. Wie ist so dein Verständnis davon? Irgendwie nutzt du das gerne? Also bist du so, freust du dich irgendwie, wenn neue Technologien aufkommen, die du ausprobieren kannst? Oder wie gehst du damit um? Und vor allem mit Nachhaltigkeit ist Technologieentwicklung die Basis. Weil wenn du weißt, wir haben also mit dem Paris-Abkommen, wie auch immer, ein Land wie Deutschland hat gesagt irgendwann, okay, wir werden bis 2050 klimaneutral. Fertig. Wie wir da hinkommen, hat kein Mensch eine Ahnung. Und das passiert in anderen Jobs genauso. Deswegen musst du wirklich sehen, wenn es keine technologische Fortschritt gibt, wenn wir diese Ziele nicht erreichen. Deswegen ist für mich Technologie, sagen wir so, die Basis von dem, was ich tue, weil jedes Mal entwickelt sich ein bisschen mehr. Das siehst du auch bei den Geräten. Wenn du Wasserstopp hast, wenn du keine Geräusche hast, wenn du jetzt Geräte mit Energieklasse A kaufen kannst, anstatt damals E, jetzt werden wir sehen, bei Fernsehen ist immer noch ganz schlecht, aber es kommt die Technologie, sodass du es so anwenden kannst. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist,
du musst bei Nachhaltigkeit extrem viele Daten zusammenbringen. Und nur bei so einem großen Unternehmen kannst du es machen, wenn du Technologie wirklich, also, und da spreche ich wirklich über IT. Also ich brauche die Tech, ich brauche jetzt eine Plattform, wo ich meine ganzen Daten zusammenbringen kann. Und klar, es ist schwierig, immer mit der Tech zu arbeiten, aber man muss denken, es gibt die Leute, die das können, wir lernen dabei und wir nutzen diese ganzen Technologien für unsere Vorteile. Aber das ist auch ein Thema, was ich, wie ich gesagt habe, ich lese jeden Tag und ich lese sehr viel über Technologie. Also was kannst du, denn du musst nicht die Details kennen, du musst nur in ein Thema rein und dann peu à peu lernst du, wie es funktioniert. Gibt es eine zukünftige Technologie, auf die du so wartest oder auf die du hoffst oder wo du denkst, das könnte was sein, was euch wesentlich voranbringen könnte? Ja, also ich glaube, es gibt zwei Sachen, die kommen werden, da bin ich ganz sicher. Das eine ist eben, wie können wir die Energie, weniger Energie nutzen und wie können wir natürlich diese renewable energies benutzen. Das ist noch nicht klar. Also wenn du heute da stehst, du kannst Grünstrom kaufen. Das kannst du auch zu Hause machen. Aber wenn du an Gas denkst, also Grüngas zu kaufen, ist super schwierig. Genauso wie Fernkälte, Fernwärme, das sind Themen, wo du sagst, die Technologien müssen kommen, dass wirklich auch diese Energieträger auch nachhaltiger sind. Also das ist ein Thema. Das andere Thema, ich glaube wirklich an den Ressourcen, an wie können wir jeden Tag weniger Ressourcen benutzen und so viel wie möglich recyclable. Also wie können wir nochmal Produkte benutzen oder Teile benutzen, die nochmal für andere Produkte benutzt werden. Das sehe ich, wir haben vor kurzem jetzt eingeführt, diese Coffee Bee, das ist nur eine Kaffeemaschine mit den Coffee-Tabs und die sind recyclable. Also wirklich, wir haben nicht mehr die Kapsel und auch die Maschine, wie die Maschine produziert ist, wie du die ganze Teile der Maschine aus recyclable products oder Materialien nutzen kannst. Das ist für mich die Zukunft, weil am Ende die Ressourcen jetzt knapp werden. Welche Rolle spielt bei euch künstliche Intelligenz schon? Oder seid ihr wahrscheinlich auch ein Thema dran? Naja, das ist ein Thema, der gerade total in, und das sehen wir täglich mit dem Chat, und wie wir das benutzen. Das ist für mich extrem wichtig, wenn wir über unsere Kunden sprechen, was die Erwartungen der Kunden ist, wie können wir lernen aus Kundenverhalten, wie können wir lernen aus, was der Kunde will, weil bis jetzt, du darfst nicht vergessen, dass so die Industrie insgesamt hat sich gedacht, was kann ich machen und vielleicht der Kunde mag's. Okay, und dann hast du Glück, wenn der Kunde wirklich das gemacht hat, was sein Produkt ist, aber mit künstlicher Intelligenz kannst du wirklich sehr gezielt gehen auf was der Kunde wirklich will. Und dann fokussierst du dich auf die Produkte, die du den Kunden anbieten kannst. Also das ist ganz gut auch für das Thema, wenn du Fragen hast, das siehst du auch heutzutage, wenn du Fragen, ich glaube, ich habe es bei Expedia gesehen, wie cool das ist, wenn du sagst, okay, du willst einen Urlaub buchen und dann kannst du wirklich mit ChatGPT in Expedia drinnen ein bisschen sagen, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, und er sucht direkt und zeigt dir genau für die Woche, ob da das Wetter besser ist, wenn du es richtig heiß willst oder nicht. Also da das Thema Kunden und Kunden zufriedenstellen funktioniert nur mit künstlicher Intelligenz. So, jetzt, also wie man sieht, irgendwie du wächst, du musst quasi auch mit diesen Technologien mitwachsen, um überhaupt dein Thema zu füllen. Was möchtest du als nächstes lernen? Hast du da schon irgendwas so auf der Agenda, worum du dich so als nächstes so ein bisschen umfassender mit beschäftigen willst? Oder lässt du dich von den Herausforderungen des täglichen Daseins so treiben? Es ist ein bisschen gemischt. Es ist beiden. Also ich mag gerne sehen, was kommt, wie du sagst, Technologie, was wird der nächste Schritt? Aber das ist ein bisschen der Job, den ich gerade mache. Und das andere ist,
ich habe am Anfang meiner Karriere nie gedacht, wo ich sein möchte, in bestimmten Jahren. Nie. Alles ist so gekommen, wie es gekommen ist. Aber wenn du mich fragst, ich glaube, wenn man älter wird, siehst du besser, was du gut kannst und was du weniger gut kannst. Und somit kannst du wirklich Pläne machen. Was sind die nächsten Schritte? Wo willst du hin? Und wenn du mich fragst, also ich mag gerne Nachhaltigkeit, ich mag gerne auch Unternehmen als solchen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich in Richtung Unternehmensführung gehen würde oder in Richtung selber Startups zu starten, auch in Richtung Nachhaltigkeit. Also in diese Richtung würde ich mich sehen. Aber wenn du mich gefragt hättest vor 10 Jahren, ich wusste nicht. Ich hätte mich noch überraschen lassen und jetzt, wo ich älter geworden bin, dann habe ich schon mehr Ziele. Aber lustigerweise, mein Ziel ist immer noch nicht, weil ich spreche mit vielen Leuten, die sagen, ja, mit 53 kannst du schon anfangen zu planen, wie du in Retirement gehst. Also wie gehst du in der Rente? Und das ist bei mir nicht der Fall. Also ich habe das Gefühl, ich habe noch, keine Ahnung, 30 Jahre, um Geschäfte zu machen, um weiter mit den neuen Themen, die kommen, zu wachsen. Deswegen, ja, Weiterentwicklung. Das Schöne ist ja, dass wir jetzt diesen Fachkräftebedarf haben und händeringend jeder gebraucht wird, der irgendwie Lust hat, die Zukunft zu gestalten. Ne? Das ist ja das Tolle. Ja, genau. Welche Karrieremöglichkeiten siehst du denn für Frauen, die noch nicht so einen Bezug haben zu diesen ganzen Tech-Sektoren, da einzusteigen? Also was würdest du da empfehlen, wie man da so vielleicht dann dort in der Richtung eine Karriere einschlagen kann? Ja. Ich glaube, ich sehe es einfacher, als viele Leute sehen würden, weil ich glaube, und da ist der Unterschied zwischen Frauen und Männern total wichtig. Ein Mann, und weil das habe ich dir auch so kurz gesagt, ich mache auch das Thema Diversity, Women in Retail, wie können wir Frauen wirklich in Führungspositionen bringen? Und was ich festgestellt habe in der Zeitung, von dem alles, was ich lese, ist, und das kennst du auch, Männer, wenn du einen Mann fragst, kannst du bitte den Job machen? Ein Mann wird denken, ich kann nur 10%, aber den 90, den kriege ich hin. Ein Mann würde sofort sagen, ja, klar, mache ich. Wenn du die gleiche Frage stellst als eine Frau, die Frau würde anfangen, nee, aber das kann ich nicht und das kann ich noch nicht, das muss ich erst einmal lernen und danach würde ich starten. Und das ist für mich eine der nachhaltigen, tolle Themen, die wir Frauen haben, dass wir alles secure haben wollen, sicher sein wollen, dass wir das Beste geben werden. Und meine Empfehlung ist einfach ausprobieren. Also Männer machen es genauso. Kein Mann kommt nach vorne, weil er schon alles kann, sondern weil er ausprobiert, weil er keine Angst hat. Deswegen meine Empfehlung wäre, nicht einem bestimmten Thema, aber schon dieses Gefühl, immer nicht, wenn ich in Schuhgrößen sage, nicht einfach die gleiche Schuhgröße nehmen für den nächsten Job, sondern eins oder eineinhalb Schuhe größer nehmen für den Job und einfach reinspringen. Ich glaube in Technologie, es gibt keinen Job heute, wo Technologie nicht mit dabei ist. Deswegen, klar, einfach viel lesen, man hat im Internet viele Möglichkeiten, Podcasts lesen und dann hat man ein paar Ideen, welche Themen vielleicht interessant sind und da einfach steigen. Auch als Erste einfach probieren, abfragen, ob man da reinkommen darf. Und ich glaube, also bei vielen der Personen, die ich kenne, die einfach das ausprobiert haben, werden sie genommen und sie lernen in der Job. Also das heißt, die Frauen machen ja gerne dann erstmal ein Zertifikat oder einen Studiengang, durchlaufen sie am liebsten, um dann auf der sicheren Seite zu sein. Aber kann man denn irgendwie, also empfiehlst du irgendein Zeitinvestment, was man dann doch vielleicht vorab einschlagen kann, bevor man dann so sich in die Tech-Branche richtig reinwagt? Also ich glaube, es gibt schon. Also wenn man wirklich was lernen möchte, gibt es auf jeden Fall Studien, Fernstudien, die man machen muss. Also man muss nicht wirklich komplett den Job aufhören. Aber das hängt ein bisschen davon ab, ob du mehr in den allgemeinen Themen
in der Tech-Themen gehen oder ob du sagst, nee, ich will Softwareentwickler sein. Weil sogar für die Softwareentwicklung, ich habe auch hier Fälle gehabt von Frauen, die mir gesagt haben, willst du in die agile Entwicklung gehen? Komm, mach eine Weiterbildung in Agile Coaching zum Beispiel. Und dann fängst du mit Agile Coaching an und dann weißt du, worum es geht und dann gehst du peu à peu in den Job rein. Also das wäre ein gutes Thema wirklich, wenn du in der Tech gehst. Wenn es ein bisschen allgemeiner ist, glaube ich, es hängt von Thema ab, dass du in der Tat kannst du eine weitere Ausbildung machen, ein Monat, zwei Monate. Das hilft auf jeden Fall, wenn es von null geht in ein Thema. Aber ich würde nicht meine Karriere sofort aufhören und irgendwie in so ein, zwei Jahren Studium einlegen. Ich glaube, Studien sind gut, Bücher sind gut, aber ich glaube, das Learning by Doing ist noch besser. Glaube ich auch, weil man dann auch am Puls der Zeit lebt. Ja, total. Und du lernst von anderen, weißt du, der Nachbar macht das so und du schaust du zu, genau. Ich sage immer so, copy with pride, ist immer gut, lernt und macht, was anderen auch tun. Ja, super, genau. Ist auch viel zu schnelllebig, glaube ich, die Tech-Branche, ne? Als dass man da irgendwie im Vorfeld da was lernen kann. Letzte Frage, was würdest du so Frauen 45 plus, so, an die richten wir uns ja vor allen Dingen, was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen, dass sie die Zukunft mitgestalten? Weil ich füge noch hinzu, ich habe gerade eben eine Statistik gesehen, wieder mal, dass in Westeuropa und vor allen Dingen in Westdeutschland sehr wenige Frauen in den Tech-Branchen arbeiten. Also der Anteil ist sehr niedrig auf europäischem Niveau. Und ich glaube, wir brauchen sie. Also auch in diesen Tech-Branchen, damit die diverser sind, damit auch die Technologien vielfältiger werden. Was kannst du noch irgendwie den Frauen mit auf den Weg geben? Ich glaube, warum wir weniger Frauen haben, haben wir auch genauso im Unternehmen. Ich beschäftige mich auch mit den Zahlen und sehe, wie wir in der Tech viel weniger Frauen haben als in anderen Bereichen wie HR oder Marketing als Beispiel. Ich glaube, das sind so Grenzen, die Frauen sich selber geben. Ich glaube, wenn Sie an das Thema Tech denken, denkt eine Frau erst einmal grundsätzlich, oh, ich habe keine Ahnung. Oh, das klingt schwierig, obwohl es nicht schwierig ist. Sie denken, das klingt schwierig und dann beschäftigen Sie sich nicht mit dem Thema. Ich glaube, der erste Schritt wäre als Frau, deine Ängste zu erkennen, aber ein bisschen an der Seite zu lassen und sagen, ja, ich möchte gerne was anderes ausprobieren. Probier es einfach aus. Also meine Erfahrung hier natürlich ist, ich sage es total lustig, ich denke mir, Frauen arbeiten, mit Frauen zu arbeiten, arbeite ich lieber als mit Männern. Frauen sind diverser, die wollen dann in Teams arbeiten, die sind nicht so nur Karriere. Also mit Frauen zu arbeiten ist angenehmer. Das ist mein Eindruck. Und ich würde einfach Frauen empfehlen, keine Angst zu haben. Keine Angst. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und es fängt zu Hause an mit, ich muss irgendwas aufbauen, also handwerklich. Es fängt damit, oh, das kann ich nicht. Ja, doch, das kannst du. Nimm einfach einen Akkuschrauber und mach's. Und wenn du es machst, klar, natürlich wirst du es nicht perfekt machen, aber du merkst, dass du deine Grenzen sich verschieben, weil du mehr und mehr kannst. Also ich glaube, das sind sicher ein bisschen diese Angst zu überwinden. Das ist ein super Schlusswort, Anna. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Antworten und Ideen und Gedanken. Und wünsche dir einen schönen Tag und beende jetzt die Aufzeichnung. Danke dir.